Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Da ihr auf dieses Video geklickt habt, seid ihr wahrscheinlich Gamer, Abonnenten des Kanals oder Neugierige. Da man als Gamer meist wenig Zeit und vor allem Lust hat, etwas Richtiges zu kochen und eh erst nach Stunden merkt, dass man noch nichts gegessen und eigentlich Hunger hat, bleibt nur noch der Griff zu kleinen Snacks. Viele essen Knabbereien oder Chips, aber jeder weiß, fettige Finger sind an jedem Controller und Tastatur da tot. Deshalb bleibt dran, lasst gerne ein Abo da, Like oder Kommentar. Das wird gut. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Round 1. Als erstes gibt es Pizzarollen, garantiert lecker und ohne fettige Finger. Ich habe ein Pizzakit aus der Kühlung genommen, damit geht es schnell und schmeckt lecker. Wer Zeit und Lust hat, kann auch gerne selbst einen Hefeteig dafür herstellen. Wie ihr sehen könnt, schmieren wir den unteren Teil mit Tomatensauce ein. Danach werden 3 Scheiben Schmelzkäse darauf gelegt. Ich habe mich bei meinen Rollen für Salami und Schinken entschieden. Jeder kann jedoch das nehmen, was er gerne mag. Nun wird alles so eingerollt, dass alles gut verschlossen ist, bis ca. zur Hälfte des Fertigteiges. Wenn das geschehen ist, werden die Rollen vom restlichen Teig getrennt. Ich habe mich für je 3 Rollen entschieden. Da nur Salami auf dem Teller langweilig ist, habe ich die 2. Portion mit Schinken belegt. Egal ob Salami oder Schinken, Pizza ist für jeden ein Hochgenuss. Oh my God, who ate the pizza? No way! Wenn alles auf einem Blech mit Backpapier gelegt wurde, geht dieses für 20 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. 20 Minuten später. Nun sind die Rollen fertig und können genossen werden. Einen guten Appetit wünsche ich. Round 2. Für ein Sandwich rühren wir 1 Teelöffel Senf und 1 Esslöffel Mayonnaise und würzen dies mit Salz und Pfeffer. Wenn ihr jetzt denkt, nur weil ihr ein Sandwich machen könnt, hättet ihr bessere Chancen beim anderen Geschlecht. Falsch. Denn der Charakter zählt. Nur der Charakter zählt. Oha. Nicht das Äußere. Ja. Jetzt werden 3 Salatblätter sehr klein geschnitten. Mit der Mayonnaise-Senf-Mischung vermengt. Für den Belag schneiden wir zunächst eine Tomate in Scheiben. Dann werden 3 Sandwichscheiben getoastet. Außerdem nehmen wir ein hartgekochtes Ei und schneiden dieses ebenfalls in Scheiben. Faule Zocker können auch die fertig hartgekochten bunten Eier aus dem Supermarkt nehmen. Als letzten Belag braten wir Bacon ohne Zugabe von Fett in einer Pfanne knusprig. Nun wird das Sandwich belegt, das kann wirklich jeder Idiot. What are you? An idiot sandwich. Idiot sandwich what? An idiot sandwich. Zunächst schmieren wir die Salatcreme auf 2 Sandwichscheiben.
Eine Scheibe davon wird mit Hähnchenbrustfiletaufschnitt belegt. Die zweite Sandwichscheibe wird nun darauf gesetzt und mit Tomate, Ei und dem Bacon belegt. Zum Abschluss wird alles mit der dritten Sandwichscheibe geschlossen und zum besseren Handling beim Essen halbiert. Nun ist euer New York Club Sandwich fertig. Viel Spaß beim Ausprobieren. Round 3. Zu guter Letzt möchte ich euch noch einen vegetarischen Snack zeigen. Bei mir muss es nicht immer Fleisch geben. Fleischlose Tage gibt es bei mir sehr häufig. Denn ich möchte auch etwas zur Rettung der Erde beitragen. Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem Jägermeister! Für die Haferflocken-Käse-Buletten wird eine Zwiebel kleingeschnitten. Für 6 Bratlinge brauchen wir 250 Gramm Haferflocken, 200 Gramm geriebenen Käse, 250 Milliliter Milch, die geschnittene Zwiebel sowie 2 Eier. Würzen dürfen wir das Ganze mit 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Pfeffer sowie 1 Teelöffel Paprikagewürz. Anschließend wird die Masse gründlich verrührt und für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank gestellt. Ich habe die zarten Haferflocken genommen, wenn ihr die kernigen genommen habt, lasst dies etwas länger im Kühlschrank. Nehmt die Masse wieder aus dem Kühlschrank und formt daraus 6 Buletten. Gebt reichlich Pflanzenöl in eine Pfanne und erhitzt dieses. Nun werden die Bratlinge hineingegeben und von beiden Seiten bei mittlerer Hitze gebraten. Das Bratengeräusch ist Musik in meinen Ohren. Da wir ja keine fettigen Finger haben wollen, gebt alle Buletten auf ein Küchentuch zum Fett abtropfen. Das waren meine 3 Snacks für Gamer, wenn es mal keine Chips oder nur Nudeln sein sollen. Vielen Dank, wenn ihr bis hierher geschaut habt, vielleicht waren ein paar Ideen für euch dabei. Bis zum nächsten Mal in der leichten Küche. Ich verabschiede mich mit den Worten meiner Kinder. Mmm, lecker, lecker, wie bei den Tutterbäcker.